an ein Notebook mit Windows 10 und normaler Intel HD-Grafik 5 Monitore anschließen. Wie das geht, das zeige ich in diesem Video. Willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal auf YouTube. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier seht ihr ein normales Lenovo Notebook mit Windows 10 und einer eingebauten Intel HD 4400 Grafikkarte. Also da ist keine spezielle Grafikkarte drin von Nvidia oder ATI. Alle Monitore sind unabhängig voneinander angeschlossen. Das heißt, jeder Monitor kann sein eigenes Bild, sein eigenes Desktop anzeigen, wie man jetzt hier unschwer erkennt. Jeder Monitor hat auch seine eigene Auflösung und sein eigenes Format. Hier links, das ist ein Dell-Monitor. Der hat das Format 4:3 und der hat momentan eine Auflösung eingestellt von 800x600 Punkten. Hier rechts ist ein LG-Monitor. Der läuft in der Full-HD-Auflösung in 1920x1080 Punkte. Hier in der Mitte, das Display des Notebooks, läuft mit einer Auflösung von 1366x768 Punkten. Dieser Monitor ist ein Hans-G-Monitor, 4:3, 19 Zoll. Der läuft mit 1280x1024 Punkten. Und zuletzt hier ist ein Video 7, auch ziemlich alt. Der ist auch 4:3 und läuft auch mit 1280x1024 Punkten. Jeder dieser Monitore ist direkt an das Notebook angeschlossen. Da gibt es also auch keine teure externe Grafikkarte oder ähnliches. Und jetzt zeige ich mal, wie das angeschlossen ist. Hier hinten hat das Notebook den ganz normalen Stromanschluss, also hier ist kein Monitor angeschlossen. Und der erste Monitor ist hier angeschlossen an den VGA-Port des Notebooks. Das ist dieser Hans-G, den wir eben gesehen haben. Und hier hat das Notebook einen HDMI-Ausgang. An diesen ist dieser LG angeschlossen hier. Und hier hat das Notebook noch einmal USB 2.0 und USB 3.0. Und da hat es diese beiden Adapter, einmal diesen hier und einmal den. Und da sind die beiden äußeren Monitore dran angeschlossen an den VGA-Anschluss hier des Adapters. So sieht das nochmal aus einer anderen Perspektive aus. Monitor 1, Monitor 2, Monitor 3, Monitor 4, VGA, HDMI, USB 2 und USB 3. Ich zeige mal in 5 Schritten, wie das Ganze aufgebaut wird. Zuerst mal das Notebook einschalten, hochfahren. Da ist auch keine spezielle Software installiert, einfach nur das Windows 10 und das hat alle Updates dann aus dem Internet selbst runtergeladen und alle Treiber. Und wie gesagt, es ist eine Intel-Grafikkarte drin und ich schließe mal den ersten Monitor an. Hier, das ist der LG HD-Monitor und den schließe ich hier mit HDMI an. Windows 10 hat den Monitor direkt erkannt, das Display aber dupliziert. Das kann ich hier einstellen und die Anzeigen erweitern. Klicke ich auf Anwenden, okay. Und jetzt habe ich 2 Desktops. Da muss ich nur noch die Position einstellen, aber die sind jetzt voneinander unabhängig. Jetzt schließe ich meinen Hans-G-Monitor an mit dem VGA-Kabel. Den schließe ich hier mit diesem VGA-Stecker an, an die VGA-Buchse des Monitors, an diese Intel-Grafikkarte. Windows hat den Monitor gleich gefunden und auch die Auflösung richtig eingestellt, hat auch die Position von vorhin direkt gefunden, also der Hans-G-Monitor ist hier rechts und ich kann mein Fenster jetzt hier von rechts nach links schieben über die Monitore und habe also 3 große Desktops. Jetzt schließe ich Bildschirm Nummer 3, also Display Nummer 4 an. Der hat einen normalen VGA-Anschluss hier und da benutze ich hier diesen Adapter, VGA auf USB 3, da hat es hier die VGA-Buchse und hier einen USB 3-Stecker und das wird hier so reingesteckt und kommt dann in das Notebook. Das Notebook hat hier einen USB 2.0-Port und hier USB 3.0 und ich stecke den mal an den USB 2.0-Port. Windows hat den Monitor direkt erkannt und auch das Desktop auf den erweitert. Und hier in den Einstellungen sieht man dann die 4 angeschlossenen Displays, davon das Notebook-Display und die 3 bis jetzt angeschlossenen Monitore. Jetzt schließe ich den Video 7-Monitor hier rechts an, der kommt dann an USB 3. Der Video 7-Monitor ganz rechts, der hat auch einen VGA-Anschluss und den gleichen VGA auf USB 3.0-Adapter wie hier drüben dieser Dell-Monitor. Dieser Adapter kommt also in den USB 3.0-Port. Jetzt sind also 5 Displays an das Notebook angeschlossen. Einmal das eingebaute Display und die 4 externen Monitore. Jeder Bildschirm, jeder Desktop ist für sich alleine.
Das heißt, man kann die einzelnen ansteuern und wie man hier sieht, kann man eigene Programme in jedem aufrufen und jedes zeigt ein anderes Bild an, in dem Fall ein anderes Video. Zusammen bilden diese fünf Displays ein großes Desktop. Ich bin mit der Maus jetzt mal hier auf diesem Monitor und nehme mal dieses Fenster und verschiebe das Fenster, was sich hier jetzt bewegt, einmal hier rüber über den LG-Monitor, über das Notebook-Display bis zu den anderen zwei Monitoren. Und das Fenster passt sich auf jedem Monitor an die entsprechende Auflösung an. Und dann kann ich das Fenster hier wieder zurückschieben auf seinen Ursprungsmonitor. Eingestellt wird das Ganze nur über Windows und zwar hier über die Anzeigeeinstellungen, also rechter Mausklick aufs Desktop und dann kommt dieses Menü, klicke ich drauf und dann kommt dann hier Anzeige anpassen. Und da zeigt mir Windows jetzt automatisch alle Monitore an, Nummer 4, Nummer 3, Nummer 1, 2 und 5 und ich kann hier unten auf Identifizieren klicken und dann wird hier eine 3 angezeigt, hier eine 1, auf den anderen Monitoren entsprechend die 4 oder die 2 oder die 5. Wenn ich den Monitor auf dem Schreibtisch umstelle, also die physikalische Position verschiebe, muss ich das dem Windows auch mitteilen. Da klicke ich hier auf den Monitor und schiebe den an die richtige Position, damit die auch alle in der richtigen Reihenfolge angesprochen werden und die Maus entsprechend den Monitor da verlässt, wo der nächste rechts dann steht oder links. In diesem Fenster kann ich mir auch den Monitor hier auswählen und kann ein bisschen nach unten scrollen und kann dann hier sagen, Desktop auf 1 und 2 duplizieren, auf 2 und 3, 2 und 5 und so weiter oder erweitern und da kann ich dann einstellen, ob der Bildinhalt da auf dem anderen Monitor auch wiedergegeben werden soll oder ob es zwei unterschiedliche Desktops sein sollen. Wenn man hier runter scrollt, findet man den Punkt erweiterte Anzeigeeinstellungen. Da klickt man drauf, kriegt man auch wieder dieses Schema und da kann ich auf den Monitor klicken und sehe hier auch die Auflösung 1920x1080, 1366x768 bei dem Notebook. Bei den anderen ist es dann 1280x1024 hier rechts. Diese Adapter USB 3.0 auf VGA, den stelle ich in einem anderen Video auch nochmal genau vor. Da zeige ich auch, wie man den Treiber installiert und was man da beachten muss. Da blende ich mal eine Infokarte hier oben ein. Da könnt ihr dann schauen, wie man den anschließt, sich die Treiber runterlädt aus dem Netz und den entsprechend konfiguriert. Diese USB nach VGA Adapter haben eine Besonderheit. Die sind für USB 3.0 gedacht. Und auch nur bei USB 3.0 liefern die eine hohe Auflösung mit einer hohen Farbtiefe. Schließt man die an USB 2.0 an, wie diesen Monitor hier, dann kriegt man nur eine kleine Auflösung hin mit auch einer niedrigen Farbtiefe. Diese USB-Adapter, die muss man auch direkt in das Notebook reinstecken. Also es hilft nichts, wenn man das in den Hub reinsteckt. Ich hatte das hier mit dem Hub probiert. Das ist ein USB 3.0 Hub mit eigener Stromversorgung. Und das hat aber gar nicht funktioniert. Da blieb dann der Bildschirm schwarz von den Monitoren und der Treiber, den hat es leider auch zerschossen. Ansonsten ist das ein ganz normales Notebook. Da ist also auch nichts ausgebaut, eingebaut oder getuned dran. Das ist ein Core i3 Notebook mit einer Intel Grafikkarte mit einer HD 4400. Laut Wikipedia schafft diese Grafikkarte nur zwei Monitore, aber hier bei diesem Gerät sind es drei und mit den beiden USB-Adaptern sind es dann in der Summe auch fünf. Ich blende hier oben nochmal eine Infokarte ein zu einer Playlist auf meinem Kanal. Da seht ihr dann, wie man mehrere Monitore an verschiedene Systeme, Notebooks oder PCs anschließt oder was es mit diesen Adaptern auf sich hat. Schaut es euch einfach mal an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch was gebracht. Wenn ja, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch und schaut mal hier oben in den Infokarten. Da gibt es noch jede Menge andere Videos auf meinem Kanal, wie man Drucker repariert, Notebooks repariert, Windows einrichtet oder Festplatten klont. Da gibt es über 200 Videos, da ist bestimmt auch eins für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.